Ich werde einfach mal oben anfangen, einmal ringsrum, aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Deswegen würde ich schon eher hier anfangen. Ich glaube, das geht besser. Und hier. Okay, das reicht schon gar nicht. Alles klar. Und ja gut, dann müssen wir hier eh noch einen hinmachen. Naja, das wird sich noch ein Weilchen hinziehen. Warte mal, ich sortiere erstmal die Sachen in die Truhen, damit ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Das heißt, ich werde jetzt auch meine Schenkel hier wieder auffüllen. Ah ja, okay. Das heißt, wir können hier wieder was brutzeln. So, dann hätten wir schon mal wieder zwei Platz frei. Hier würde ich eigentlich nichts reintun. Mann, mir juckt die Nase die ganze Zeit. Das ist krass. So, okay, das hat man, glaube ich, hier raus. Dann würde ich hier den einzelnen Glowstone auch nochmal reinpacken. Das hier auch. Beides bitte. Das auch. Ja, dann ist die Kiste auch schon voll. Ne, die Wolle können wir noch reinpacken. So, ach so, das Quarz, das Quarz. Wo packe ich das hin? Hier haben wir Sugar und hier haben wir auch schon Nether Quarz. Dann würde das ja fast hier reinpassen. Warte mal, dann nehmen wir... Wieso haben wir so viel Redstone? Rottenflash. Das haben wir auch in einer anderen Truhe irgendwie. Also das ist total komisch. Rottenflash ist genau da. Und Eisen kommt natürlich hier in die Schmelzkiste. Okay. Gucken, dass kein Creeper sich wieder angeschlichen hat. Und die nächste Fuhre Wasser geholt. So, hepp. Und... Das ist natürlich doof. Ich sollte die auch alle drei auf die Leiste legen. Nun gut. Alles klar. Dann können wir den Pool wieder füllen. Noch nicht ganz. Ja, mit drei Eimern wird es natürlich ein bisschen dauern. Und ich hoffe, dass ich beim Türaufmachen nicht aus Versehen wieder meinen Eimer ausschütte. Okay. Rein jetzt hier. Meine Güte. Siehst du, ich will mich gesund ernähren mit Kartoffeln in Minecraft, aber Minecraft lässt mich nicht. Weil es sich weigert, Kartoffeln zu droppen. Oh, das war eins zu hoch. Ach komm, scheiß drauf, dann mache ich das jetzt hier oben. Das ist totales Kauderwelsch jetzt hier. Ich glaube, das passt nicht mehr. Was habe ich denn nur gemacht? Ich hätte echt wahrscheinlich unten anfangen müssen, weil das schließt sich sonst nicht. Wenn man den ganzen Rand jetzt hier auskleidet, dann schließt sich das doch irgendwann nicht mehr in der Mitte. Und dann wird es auch nicht zur unendlichen Quelle, also zur stillen Quelle. Und ja, ein bisschen doof. Naja, wir haben ja noch ein paar Versuche. Wir haben ja hier unendlich Wasser aus dem Fluss oder Teich. Oder es ist ja eigentlich das Sumpfwasser. Nun gut. Den habe ich jetzt hier einmal verschwendet. Dann packe ich den nochmal hier hin. Wobei, es kommt doch schon relativ weit, ne? Meine ich. Und einmal hier hin. Gut, ja, pass auf. Dann mache ich doch erstmal die Zweierfläche. Die scheint sich ja ganz gut zu verbinden. Ich könnte mir natürlich auch erstmal eine unendliche Quelle hier basteln, dass wir da wieder Wasser abzapfen können. Ich glaube, das geht am schnellsten. So. Dann hole ich mal frisches Wasser. Naja, wer weiß, ob das frisch ist. Ein Klärwerk wird es ja hier wohl nicht geben. Aber die Natur reinigt natürlich ja auch von selber. Okay, ich hoffe jetzt, dass ich eine unendliche Quelle hier zaubern kann. Ich bezweifle meine Fähigkeiten fast. Dafür bin ich einfach zu doof. Ne, warte mal, jetzt haben wir hier, ne? Ja, jetzt haben wir hier eine unendliche Quelle, supi. Genau das wollte ich haben. So, einmal hier ran. Ja, super, das schließt natürlich wieder nicht, aber hier. Und hier. Okay, dann können wir uns hier wieder Wasser holen, dann müssen wir nicht die ganze Zeit ja, zum Gewässer runterlatschen. Okay, wo kann ich noch was hinmachen? Ja, hier natürlich. Da natürlich. Boah, ich hoffe echt, dass wir das so einigermaßen hinbekommen. Wie gesagt, ich vertraue meinen Fähigkeiten nicht so. Aber nun ja. Vor allem mit dem Shadern sieht man auch nicht so gut, ob das Wasser jetzt noch fließt oder eher nicht.
Und ich glaube, das mit dem 2 auffüllen, das geht, glaube ich, auch nicht mehr. Also zumindest habe ich das jetzt hier nicht gesehen. Ja, das wird nicht hinhauen. Ich kann mir jetzt schon die Kommentare vorstellen. Ich springe jetzt hier rein. Schnauze voll. So. Ich komme ja wahrscheinlich wieder hier raus. Höchstwahrscheinlich. Spätestens hier vorne würde ich wieder rauskommen. Da wir hier ja natürlich, genau, bis hier oben anschließen. Das heißt, ich kann das auch mal von unten auffüllen. So, hepp, und rein ins kühle Nass. So, das passt schon alles wieder nicht. Das ist, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssten irgendwie noch so einen Pole oder sowas in der Mitte machen, an dem wir uns ein bisschen hochziehen können, damit das Wasser sich schließt. Aber ich glaube, die Fläche ist viel zu groß, als dass das so passieren würde, also von sich aus passieren würde. Na, ihr seht schon, das geht nur bis hierhin. Und selbst hier unten ist es ja auch noch nicht geschlossen. Dann würde ich das mit der Erde machen. Dass ich hier einfach hier in der Mitte auch nochmal so ein Pole hochbaue und von dort aus ja, mit Wasser auffülle, damit sich das hier so einigermaßen schließt. Komme ich von hier aus dran? Jawohl. Und hier. Und hier. Naja, gut. Schließt sich immer noch nicht ganz. Das heißt, wir müssten hier auch nochmal. Ne. Super, jetzt habe ich mir hier eine Unterwasserleiter gebaut. So, ich muss mal schauen. Achso, hier können wir nichts platzieren. Okay. Ich versuche das mal so einigermaßen hinzubekommen. Okay, ich habe wieder frisches Wasser geholt. Und füll das jetzt hier. Füll das jetzt hier einfach mal so ein bisschen auf. So nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, super. Ich ertrink noch in meinem eigenen Pool, wenn das so weitergeht. Okay. Lass mal kurz die Lage überblicken. Ja, das sieht natürlich super kacke aus, alles. Ah ja, natürlich, hier fehlt ja auch noch einiges. So hier zum Beispiel. Aber hier schließt sich das immer noch nicht. Hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. Das ist nicht cool. Nee, das funktioniert so nicht. So. Oh. So und so und so. Wo fehlt denn jetzt noch was? Hier vorne zum Beispiel. Okay. Haben wir auch schon eine unendliche Quelle? Ich weiß es nicht. Da haben wir eine. Nicht? Okay. Egal, dann zapfe ich wieder Wasser von hier ab. Und rein da. Ich hoffe nur, dass ich hier... Ah, super, jetzt natürlich Strömung. Da kann man natürlich super schlecht bauen. Und von hier komme ich zwar hier noch dran. Ah, hier auch. Aha. So, naja, dann versuche ich das mal ein bisschen hier in die Höhe zu bauen. Und von hier auch mal Wasser runterzulassen. Damit sich das Wasser, wie gesagt, schließt. Ich hoffe, ich kriege das noch so einigermaßen hin. Aber ich sag mal, wenn man sich im echten Leben Pool füllt, dann dauert die erste Füllung wahrscheinlich... Das dauert wahrscheinlich ewig, bis der Pool auch mal ansatzweise voll ist. Hier scheint noch irgendeine Lücke zu sein. Okay. Warum auch immer. Und wenn ich jetzt hier Wasser drauf mache, nicht mehr oder was? Ach ja, es dauert natürlich länger, weil wir jetzt unter Wasser sind. Ich hoffe, ich konnte aber die Stelle ein wenig fixen. Ja. Nein. Okay, auch keine unendliche Quelle. Ja, wie gesagt, das wird noch ein Weilchen dauern. Aber wir haben ja Zeit. So, warte mal, warum strömt das hier noch? Wo ist hier noch? Da vorne. Na super. Ach toll. Daneben. Hier wollte ich nämlich hin. Ich versuche jetzt erstmal den Beckenrand ein wenig auszugleichen. Beziehungsweise hier muss ich ja auch noch.
Ja, komme ich jetzt hier überhaupt nicht hoch, ne? Nee, da muss ich schon hier hoch. Okay, naja, ich wollte mich nicht bücken, sondern ich wollte eigentlich sprinten, dass ich so in einen Jump rüberkomme. Sollte wohl nicht so sein. Okay, dann habe ich das einmal aufgebockt und das. Ich werde das nie im Leben hinkriegen, ne? Das ist... Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine Freistelle. Beziehungsweise hier soll ich dann auch Wasser hinkippen. Gut, aber ich muss erstmal wieder Wasser holen. Ist hier auch schon unendlich? Nein, hier ist nicht unendlich. Wieso ist dann nur hier unendlich? Ich verstehe das nicht. So, her damit. Ich verstehe die, beim besten Willen, ich verstehe die Wasserphysik nicht. Okay. Jetzt sollte man ja meinen... dass das hier so einigermaßen passt. So, hier ist keine Strömung mehr, ne? Doch, irgendwie schon. Ich weiß aber nicht, warum. Ist hier irgendwo noch... Warte mal, hier war was. Hier ist noch irgendwas frei. Total kurios. Gut, dann werden wir das mal eben fixen. Wahrscheinlich geht die ganze Woche für so einen Scheiß hier drauf. Naja, fast. Eigentlich wollte ich jetzt hier drauf, aber irgendwie lässt mich das Wasser nicht. Na, komm schon. So, ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Naja. Ich versuch's einfach mal. Ach, erstmal hoch, bevor ich hier noch elendig verrecke. Gut, einmal hier, dann baue ich hier noch einen Pole hoch. Hoch. Nun gut, dann werde ich hier nochmal ein bisschen Wasser dran klatschen. Achso, ich glaube, das ist jetzt auch, ne? Ja, das ist jetzt auch eine unendliche Quelle. Sehr schön. Einmal hier. Einmal hier. Hier noch einmal dran. Und ich gebe erst Ruhe, wenn das hier alles geschlossen ist. So. Okay. Der Seite vielleicht noch. Dann haben wir aber alle vier Seiten, ne? Es ist auch schon etwas ruhiger, meine ich, geworden. Gut, dann werde ich jetzt hier noch dran bauen. Beziehungsweise Wasser auffüllen. Gut, einmal die Seite und ich hoffe nur noch die Seite. Okay, das heißt, wir müssen hier auch noch einen Pol hochziehen. So. Von dem aus wir arbeiten können. So, hier vorne ist noch. Aber das sieht schon relativ gut aus soweit. Na super. Irgendwo ist noch eine Strömung. Da vorne zum Beispiel. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal einen Pole bauen. Und von... Ach super. Und von dem aus das Becken wieder mitbefüllen. Okay. Gut, hier ist zumindest... Nein, hier ist immer noch keine unendliche Quelle. Wo ist denn eine? Hier. Wie gesagt, ich raff die Wasserphysik nicht mehr. Die erscheint mir ein bisschen komisch. So rein theoretisch nur noch hier. Aber irgendwo strömt es noch. Ich weiß aber nicht wo. Toll. Ja, ich baue erstmal die Poles hier ab. Ja, super, das fühlt sich auch gar nicht hier. Seht ihr das? Da, wo der Pole ist, da rutscht das Wasser nicht nach, wenn ich den jetzt hier abbaue.